Tag, hier ist Leo, euer Radio-Teddy-Reporter. Wir sind wieder gemeinsam unterwegs auf den Spuren der Energiewende. Das ist ja das große Thema der letzten Zeit. Ganz Deutschland soll grünen Strom bekommen, Solarzellen, Windkraftanlagen. Und wir treffen uns mit den Leuten, die das tatsächlich möglich machen. Wie ihr seht, sind wir bereits im Labor hier. Das hier hinter uns ist wohl einer der Stars der Show. Ein großes, ziemlich spannendes Mikroskop. Und offensichtlich wird hier auch an einer anderen Art von Solarzelle gearbeitet. Ich habe davon keine Ahnung, aber deswegen treffe ich mich hier mit Leuten. Und die Person, mit der ich mich jetzt unterhalten werde, die sitzt schon da drüben. Ja, hallo, wie du eben schon gehört hast, ich bin der Leo. Wer bist denn du? Ich bin der Daniel und ich betreue hier dieses tolle Mikroskop. Das habe ich eben schon gesehen. Es ist so ein großer, riesigen Mikroskopkasten voller blinkender Lichter. Was ist denn das für ein Mikroskop? Das ist ein Mikroskop, das mit Elektronen funktioniert. Und damit können wir eben in sehr viel tiefer in Materialien einblicken, als es mit Lichtmikroskopie der Fall wäre. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Dünnschicht-Solarzellen. Was sind das und warum sind die anders? Das sind Solarzellen, die mit ganz, ganz dünnen Schichten funktionieren. Und um das ein bisschen besser zu beschreiben, habe ich eben eine Präsentation vorbereitet. Es ist großartig, wie in der Schule. Ich sehe hier schon lachende Sonnen, Solarzellen und einen Hund, dem ins Gesicht gepustet wird. Erzähl mal was. Genau. Also diese Solarzellen generell funktionieren genau wie andere Solarzellen auch, dass sie eben aus Sonnenlicht Strom produzieren. Und diese Solarzellen, die ich untersuche, das sind ganz, ganz dünne Schichten auf Glas oder auch auf Folie. Man kann diese auch im Weltall sehr gut betreiben und das ist ein großer Unterschied zu den Silizium-Solarzellen. Denn Silizium-Solarzellen, die halten leider die Strahlung von der Sonne nicht aus und gehen dann im Weltall kaputt. Und um die noch besser zu machen, arbeitest du hier an diesem Mikroskop? Genau, richtig. Und eine Frage, die ich hier stelle, ist, was haben diese Solarzellen mit einem Schichtkuchen gemein? Ich würde erstmal sagen, sie schmecken wahrscheinlich weniger lecker. Den Rest musst du mir jetzt erzählen. Genau. Wir werden hierfür eben dieses Mikroskop einsetzen. Mikroskop mit Elektronen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil die Elektronen, die können wir nicht sehen. Ja, und um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich jetzt in dem Mikroskop auch Haare eingebaut. Ja, menschliche Haare. Da ich die Präsentation schon sehr oft gemacht habe, habe ich leider keine mehr. Deswegen musste ich zwei Kolleginnen bitten, Haare zu spendieren. Und die können wir uns zusammen im Mikroskop gleich anschauen. Dann lass uns mal einen weiterrollen. Ich bin sehr gespannt. So, was sehen wir denn hier Schönes? Ja, es sind tatsächlich schon einzelne Haare. Die liegen jetzt hier kreuz und quer. Und um etwas mehr zu sehen von den Haaren, kann ich jetzt also auf ein Haar mal fokussieren. Und jetzt kann ich mit meinem kleinen Maßstab hier mal abmessen, wie dick das ist. Und ich habe jetzt hier ungefähr 40 Mikrometer. Und das ist ein Zwanzigstel von unserem Millimeter, den wir ja da hier auf dem Lineal drauf haben. Das heißt also 20 mal kleiner, ja, ist dieser Maßstab, den ich hier aufgezogen habe. Also schon so winzig, das kannst du mit dem bloßen Auge gar nicht mehr wirklich sehen. Ja, kann man schon, denn jeder kann ein Haar ausreißen und sich für das Auge halten. Also das Haar an sich kann man ja da erkennen. Und natürlich wollen wir mit dem Mikroskop jetzt nicht nur Haare anschauen, sondern auch die Dünnschicht-Solarzelle. Das heißt, ich werde jetzt eben gleich auf die Solarzelle gehen und wir werden uns anschauen, wie die aussieht unter dem Mikroskop. Na, dann mach uns mal den Schichtkuchen auf. Genau. Das ist jetzt so eine Solarzelle von richtig nah dran. Es sieht wirklich aus wie so ein kleiner, zerklüfteter Gebirgszug. Das ist richtig, ja. Und ich denke, jeder wird zugeben, dass es doch sehr ähnlich aussieht wie eben ein Schichtkuchen. Ja, wir haben also unterschiedliche Schichten, einzelne Schichten, die alle eine bestimmte Funktion erfüllen. Ja, wir haben eine Schicht, die sehr, sehr gut die Sonne absorbiert. Das Licht, also, das kommt von hier oben. Ja, und trifft also auf die Schicht. Und dann gibt es eine andere Funktionsschicht, diese dunkle hier, die zusammen mit dieser hellen Schicht dann eben die Spannung erzeugt, gewissermaßen der Solarzelle. Und diese Spannung kann dann eben über diese Kontakte hier abgegriffen werden. Also diese ganz dunkle, dünne Schicht obendrauf, quasi auf den Gebirgskuppen und unten noch sowas Gerades. Genau. Und darunter ist dann einfach Glas, oder? Richtig. Das, was hier unten zu sehen ist, ist also Glas. Also es ist wirklich Fensterglas, was wir verwenden hier für die Solarzellen. Und jetzt kann ich genauso wie vorhin auch bei den Haaren meinen Maßstab anlegen. Und kann also jetzt mal von oben bis unten mal messen, wie dick eben dieser Schichtstapel ist.
Da sind wir bei, vorhin hatten wir 37 Mikrometer, jetzt haben wir praktisch 3,7 oder 3,8 Mikrometer. Also das heißt, wir haben also ein Zehntel von der Dicke des Haares. Und diese Schichten, die hier innen drin sind, die sind ungefähr 1000-mal so klein wie das von einem menschlichen Haar. Und wir können jetzt auch mit einem zusätzlichen Gerät herausfinden, woraus die einzelnen Schichten bestehen. Ja, dann lass uns das nächste coole Gerät angucken. Genau. Okay, das sieht jetzt hier aus einfach wie so ein Bildbearbeitungsprogramm. Ja, das ist die Software, aber die, mit der wir jetzt gleich dieses Probieren durchführen, ja, um herauszufinden, aus was die Schichten bestehen. Ja, genau, das ist das Gleiche, was wir eben auf dem anderen Bildschirm gesehen haben. Richtig, genau. Ich kann also jetzt die Analyse auf einer bestimmten Oberfläche durchführen. Und das mache ich zum Beispiel jetzt hier. Und kann dann die Messung starten und dann hier anschauen, wie sich so langsam das Bild aufbaut und die Analyse durchgeführt wird. Okay, das heißt, das Gerät probiert quasi gerade. Genau, es probiert und es dauert ein paar Minuten, bis eben dieses Probieren vollendet ist. Und wenn der fertig probiert hat und der sozusagen komplett ausgeworfen hat, aus welchen Materialien die Sache besteht, was kannst du dann damit machen? Was ist sozusagen dann der Forschungsgewinn? Also der Einblick ist ein Teil unserer Arbeit. Das reicht nicht aus, einfach nur zu wissen, aus was die Schichten bestehen. Meistens weiß man das ja schon, aber man sieht zum Teil auch, wie ist die Zusammensetzung der einzelnen Schichten und wie sind die Elemente verteilt, auch auf ganz, ganz kleinen Skalen. Eben wie gesagt, diese ganz, ganz mini dünne Schicht. Mega cool. Und dann die letzte Frage, wenn man dich jetzt noch ein paar Jahre weiterarbeiten lässt, was ist denn tatsächlich dein Beitrag hier zur Energiewende? Diese mikroskopischen Einblicke sind sehr wichtig für die Weiterentwicklung und die Optimierung dieser Solarzellen oder auch andere Gerätschaften, die man für die Energieproduktion verwendet. Unfassbar interessant. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und zu guter Letzt mache ich jetzt noch etwas, was wir schon öfter gemacht haben heute, und rolle raus. Bis dann. Bis dann. Hui.